UV-Lampe installiert. Installiere die UV-Lampe immer nach den Anweisungen des Herstellers. Auf der Anlage auf einem Bypass hinter der Filteranlage. Der Grad der Wassertrübung sollte nicht 15 mg pro Dezimeter überschreiten. Die UV-Lampe ersetzt nicht Chlor. Wofür ist eine UV-Lampe da? Der Einsatz von UV-Lampen ist ein moderner und sicherer Weg, um Mikroorganismen zu beseitigen und Chloramine, die für den Chlorgeruch im Pool verantwortlich sind, zu reduzieren. Dank ihrer Verwendung kannst du den Verbrauch von Chemikalien deutlich reduzieren und die Qualität des Wassers verbessern. UV-Sterilisatoren sind effektiver als Chlor zum Schutz vor Mikroben. Die Wirkung der von ihnen emittierten Strahlung endet nicht mit der Zerstörung von Mikroorganismen. Darüber hinaus eliminieren UV-Lampen wirkungsvoll Chloramin aus dem Wasser, wodurch der charakteristische Chlorgeruch und die dadurch verursachten Augen- und Hautirritationen reduziert werden. Installiere die UV-Lampe immer gemäß den Anweisungen in der Anleitung. Sie wird genau wie eine Wärmepumpe montiert, das heißt nach der Filtration nicht auf dem direkten Wasserkreislauf, sondern auf einem sogenannten Bypass. Das heißt, auf einem Bypass, der durch zusätzliche Verrohrung installiert wird.